So, dann mal weiter mit Dragon Age Origins. Und zwar haben wir zuletzt das Dorf Redcliff vor einer untoten Armee gerettet. Aber das Ganze ist noch nicht ausgestanden. Das Schloss, in dem auch Al-Emin lebt, ist nach wie vor von Untoten besetzt. Und Ellie. Pantigen hat uns einen Geheimgang gezeigt. Der befindet sich in dieser Windmühle. Und da werden wir jetzt versuchen durchzukommen. Ja, Al-Emin muss gerettet werden. Den brauchen wir als Unterstützer, um Logan aufzuhalten. Und natürlich auch die dunkle Brut. Wir werden mal sehen, was wir hier machen können. So, erstmal laden. Ich hoffe nicht allzu lange. Na, ah, da sind wir schon. Okay. Untergeschoss, Schloss Redcliff. Ah, vielleicht durch die Kerker oder so. Nee, erstmal dürfen wir kämpfen. Da hinten haben wir Untote. Die sind hier beschäftigt. Waren sie zumindest an irgendeiner Zelle. Vielleicht ist sie ja irgendwer eingekerkert, der uns helfen kann. Oder Al-Emin selber. Wer weiß. Man, der ist ja nur krank gewesen. Mehr wissen wir über seinen Zustand leider nicht, aber wir werden es hoffentlich herausfinden. So. Die drei Bösewichte sind Geschichte. Hallo? Wer ist da? Lebt da draußen noch jemand? Definitiv jemand hier. Ups, der sieht irgendwie aus wie ein Magier. Wartet. Ihr seid keine Wache der Alessa. Kommt ihr von außerhalb des Schlosses? Tja, das ist gut möglich. Wer seid ihr? Ich heiße Jawin und bin ein Magier, den Lady Isolde als Hauslehrer für ihren Sohn Connor eingestellt hat. Aha. Und dann kam ich in diesen Kerker. Tja, und den Grund dafür? Das wisst ihr nicht? Ich dachte, jeder wüsste das. Ich habe Al-Emin vergiftet. Du bist also dieser Bösewicht, der für alles verantwortlich ist? Was fragen wir denn als nächstes? Ja, was ist mit diesen ganzen Toten? Leichen? Ich bin verdächtig, ich weiß, aber mit den Kreaturen und den Morden im Schloss habe ich nichts zu tun. Als das anfing, war ich schon eingekerkert. Lady Isolde kam mit ihren Männern her und verlangte, ich solle es rückgängig machen. Ich dachte, sie sprach vom Gift und dem Aar. Da hörte ich zum ersten Mal von den wandelnden Leichen. Sie dachte, ich hätte einen Dämon beschworen, um ihre Familie zu quälen und Redcliff zu zerstören. Sie ließ mich foltern. Ich konnte nichts tun oder sagen, um sie zu beschwichtigen. Ich sollte hier verrotten. Ich meine, wenn er es nicht war, wer war es dann? Wer ist dann verantwortlich hier für das Ganze? Es war ein Befehl von Taryn Loghain. Es hieß, Al-Emin sei eine Bedrohung für Ferelden, und wenn ich das erledigen würde, würde Loghain mein Problem mit dem Zirkel klären. Ich bin ein Malefiker, ein Blutmagier. Alles klar. Ihr? Ein Blutmagier? Wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Ein Blutmagier. Also das ist gar nicht gut. Ich widmete mich verbotenen Künsten und wurde dafür zum Tode verurteilt. Ich dachte, Loghain gibt mir die Gelegenheit, meine Untaten zu sühnen. Er hat mich hier im Stich gelassen. Alles bricht zusammen und ich bin verantwortlich. Irgendwie muss ich das wieder in Ordnung bringen. Ist ja eine gute Einstellung von ihm, aber ja. Logan steckt also hinter dem Ganzen auf diesen Giftanschlag auf Emin. Ja, als mich die Templer gefangen hatten, brachten sie mich nach Dannerim, wo ich hingerichtet werden sollte. Dann besuchte mich ein einzelner Mann. Es war der Terran. Ich hatte schon Gemälde von ihm gesehen. Ich dachte, ich würde hingerichtet, aber er sagte, ich könnte mein Verbrechen sühnen und dem Land dienlich sein. Hat er ihn ausgetrickst, wa? Tja, warum ist Al-Emin eine Bedrohung für Logan? Kann ich mir fast Er denken. sagte nur, dass Al-Emin eine Gefahr für die Nation sei. Warum sollte ich Taryn Logan nicht glauben? Ja, der würde sich garantiert gegen Logan stellen und gegen seinen Anspruch auf den Thron. Tja. Darf ich nicht bereuen? Ich habe im Zirkel einen dummen Fehler begangen. Und der Fehler jetzt war noch viel größer. Ich bin kein schlechter Mensch. Ihr glaubt mir das sicher nicht, aber es ist so. Ich muss meine Tat wieder gut machen. Ich muss es versuchen. Ich meine, so wirklich böse sieht er ja nicht aus, ne? Aber warum brauchte die Alessa einen Magier als Hauslehrer für ihren Sohn? Letzte Frage, die wir hier noch übrig haben. Connor zeigte erste Anzeichen. Lady Isolde hatte Angst, der Zirkel der Magi brächte ihn zur Ausbildung weg.
Connor? Ein Magier? Das glaube ich nicht. Sie suchte einen abtrünnigen Magier von außerhalb des Zirkels, der ihrem Sohn insgeheim beibrachte, seine Begabung zu verbergen. Ihr Gatte wusste davon nichts. Okay, jetzt wird das Ganze doch relativ klar. Ja, warum hat sie Angst Weil er gehabt? weggebracht würde. Für immer. Ein Magier kann keinen Titel erben. Nicht einmal der Sohn eines mächtigen Aals. Außerdem ist sie sehr fromm. Ein magiebegabter Sohn ist eine Erniedrigung für sie. Und Eamon hat davon nichts gewusst? Nein. Und sie wollte unbedingt, dass er es nie erfährt. Er hätte richtig gehandelt und den Sohn aufgegeben. Und darüber war sie sehr Gut, wütend. kann man verstehen. Muttergefühle halt, ne? Da. Wie viel Magie hat Connor denn eigentlich drauf gehabt? Ein wenig, aber er ist noch sehr jung. Er kann nur ganz schwache Zauber wirken, sicher nichts Mächtigeres, zumindest nicht absichtlich. Aber unabsichtlich? Ich habe darüber nachgedacht. Connor könnte unabsichtlich den Schleier Ah zerrissen ja. haben. Ist der Schleier vor dem Nichts zerrissen, können Geister und Dämonen ins Schloss eindringen. Sind sie mächtig, würde das die wandelnden Leichen erklären. Dann hat Connor wohl hier das Ganze ausgelöst, zumindest das mit den Dämonen und Es wandelnden sollte nicht so Leichen. enden, das schwöre ich. Lasst mich euch jetzt helfen. Der Kleine könnte uns noch nützlich sein. Wenn nicht, lasst ihn gehen. Warum soll er hier gefangen bleiben? Hey, er ist immerhin ein Blutmagier. Ihr könnt nicht einfach einen Blutmagier freilassen. Also lieber umbringen, ihn für seine Entscheidungen bestrafen? Spricht da Alistair oder der Templer? Der gesunde Menschenverstand. Wir kennen noch nicht mal die ganze Geschichte. Gebt mir bitte eine Chance. Ich meine, er zeigt ja immerhin Reue, ne, und will das alles wieder gut machen. Tja, wie wollt ihr es anstellen? Ich will alle retten, die noch da oben sind. Irgendwas muss ich doch tun können. Tja, danach? Was passiert danach, wenn es überhaupt nicht schon zu spät ist? Danach werde ich eingesperrt, hingerichtet oder was mit Leuten wie mir eben gemacht wird. Ich will nicht mehr vor dem Zirkel davonlaufen. Ich muss für meine Vergehen einstehen. Ja, er sieht's wenigstens ein. Aber gehen lassen kann ich ihn trotzdem nicht. Seine Einstellung Freut mich, lobenswert, dass ja. ihr es so seht. Was nun? Tja, freilassen werde ich ihn nicht. Töten will ich ihn allerdings auch nicht. Deswegen bleibt er wohl erstmal in der Zelle hier. Ich werde warten. Falls ihr es euch anders überlegt. Ich bin hier. Vielleicht kann er uns ja noch irgendwann helfen. Okay, sind wir also aufgeklärt. Er war der, ja, der Meuchelmörder für Eamon, der Giftmischer. Hat aber nichts mit den wandelnden Toten hier zu tun. Das war wohl ein Versehen durch Connor, den Sohn der Alessa, der auch magiebegabt ist und wahrscheinlich unabsichtlich hier den Schleier zerstört hat. Tja, Jaune kennt man auch schon oder könnte man kennen, wenn man als Magier spielt. In der Einleitungsgeschichte der Magier ist man ja im Zirkel und da kommt auch dieser Jaune schon vor, der versucht da irgendwie zu flüchten. Ist ja, wie wir ihn schon erfahren haben, Blutmagier oder kann das zumindest. Also ein Abtrünniger. Und hier sehen wir ihn also wieder. Tja, seine Entwicklung nicht ganz so positiv. Aber nun gut. So, wir haben jetzt erstmal wieder ein paar schlurfende und bösartige Tote, die uns das Leben schwer machen. Na. So. Einer ist noch Beide wollen nicht übrig. wissen, was sie gefunden Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe meine ganzen Buffs gar nicht aktiviert. Muss ich nachher gleich mal gucken. Irgendwie scheint Alistair überhaupt keine Untoten an sich zu binden. Ah, es war Schöpflin hier. Das sollte kein Problem sein. Joa, nimm mal alles. Es war jetzt nicht wirklich fette Beute, aber was soll's. Fundumschläge, ja, die sind wichtig. Wie ihr wünscht. Haben wir jetzt alles? Dann können wir hier die Treppe gleich hoch. Mal schauen, also wenn wir jetzt im Untergeschoss waren, sind wir jetzt vielleicht Erdgeschoss? Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen.
Oder Eingangshalle. Hauptsache nicht so viel kämpfen. Aber ich denke, das wird sich hier nicht vermeiden lassen. Bereit. Bereit? Ja, ich hab's doch gesehen. Oder gemerkt. Keine Buffs aktiviert. So, das werden wir mal fix nachholen. Das muss sein. Shield genauso. Ich bin hier. So, damit hätten wir es. Dann können wir auch weiter. Wird vielleicht ein bisschen einfacher. Vielleicht. So. Hier ist ein großer Raum. Und ich befürchte ja. Ja, war ja klar. Dämon, Schatten. Elite-Gegner. Na, hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ja, Gott sei Dank. Alle down. Keine Beute, aber hier hinten ist ein Buch. Ah, gibt wahrscheinlich nur einen Kodex. Und die Geschichte der Kirche. Ein Nachzügler. So einen ollen Schlurfenden. Ja, mit 4 gegen 1 ist natürlich easy. Eigentlich, ja. Das ist ganz schön viel Blut. Ich habe kein Blut gesehen. Okay, dann mal weiter. Mann, hoffentlich muss ich nicht hier das ganze Schloss Zimmer für Zimmer abklappen. Da haben wir doch schon wieder welche. 4 Stück, glaube ich. Hälfte geschafft. Ah, ich glaube, die haben mir schon wieder Verstärkung gekriegt. Oder hatte ich mich verzählt? Macht sie platt, macht sie nieder. Das war's. Uhahaha. Bisschen Silber und mehr nicht. War die Mühe gar nicht wert. So, von da kamen wir doch. Oder? Ja. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Waffenkammer. Verdammt. Kriegen wir nicht auf. Schade eigentlich. Ist bestimmt was Nützliches drin. So, und was war mit diesem Raum? Ach so, hier kam die Treppe hoch, ne? Yep. Ja, dann können wir jetzt in diese Richtung. Hier scheint es durchzugehen. Bisschen verwinkelt hier alles. Ganzen Zimmer recht komisch angelegt. Da haben wir wieder Gegner. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5 auf jeden Fall. Ah, verdammt, da hinten kommen noch mehr. Jetzt könnte es doch etwas gefährlicher werden. Jetzt haben wir hier so ein ganzes Rudel aufgescheucht. Mensch, wie viel kommen denn da noch? 8 oder 9 ist nicht so angenehm. Schnell mal einen Trank, vorsichtshalber. Oh, oh, und verduften. Also langsam lichten sich die Reihen. Oh, Schiel, Schiel, Schiel. Ein schwacher Wundumschlag bei ihm oder bei ihr, unserer Golem-Dame. Bringt gar nicht viel. Scheiße, jetzt ist sie tot. Nein. Naja gut, steht auch wieder auf. Morgen auch down. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Nicht noch verkacken. Da habe ich aber wieder kräftig geschlafen. Da komme ich gar nicht ran. Tür zu. Ah, da geht's auch. Jo. War jetzt keine ruhmreiche Leistung hier eben. Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Unsere beiden Leutchen stehen ja auch wieder. Muss ich gleich mal verarzten. Erstmal plündern hier. Leichnam Galle. Noch mehr? 1, 2.
Mann, die lassen uns auch keine Ruhe hier. Da kommt noch eine. Zum Glück waren die in dem vorigen Kampf nicht auch noch dabei. Sonst hätte es echt knapp werden können. Aber jetzt 4 gegen 3, das klappt gut. So. Noch mehr? Nee. Ich hoffe nicht. Kampfmusik ist aus. Zorniger Tote. Ah, hier vorne liegt noch was, ja. 3 Silber, wow. Okay, nun, aber jetzt haben wir Ruhe. Schnell mal Verletzungsausrüstung für Shill und Morrigan. Buffs wieder aktivieren. Ja. So sehe ich das auch. Ah, hier ist noch ein Raum. Und. Oh. Hundestaffel. Mabaris. 1, 2, 3, 4, 5. Wie sind die aus ihren Käfigen rausgekommen? Verstehe ich ja nicht. Ich töte sie ja bloß ungern, ne? Sind ja edle Tierchen. Aber wenn sie uns angreifen, bleibt uns nichts anderes übrig. Oh, Shell hat Stufenaufstieg. Sehr schön. Wow. Ah komm, den letzten auch noch. Okay, das war's. Ihr armen Tierchen, ich wollte es echt nicht. So, was haben wir denn hier? Lampknochen geschenkt für unseren Mabari. Und die anderen beiden sind da irgendwelche Verstärkungen. Auch für den. Leeres Pergament, wow, ja. Das brauchen wir dringendst. Und zwar für nichts. Hier habe ich noch was vergessen. Schwarzes Halsband. Gucke ich nachher mal. Obwohl, Zarus haben wir eh nicht in unserer Gruppe, von daher bringt uns das auch nix. Okay, würde ich sagen, an dieser Stelle einfach mal Pause. Beim nächsten Mal geht's weiter durchs Schloss. Hoffentlich Finnwald, Imin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bye, bye.